So, hi Leute. Erstmal ein frohes neues Jahr wünsche ich euch. Und ja, wir haben jetzt das Jahr 2012. Was heißt das? Das heißt für mich, ich werde einige neue Übungen mit in mein Training einbeziehen. Und dazu gehört auch eine neue Übung für die Schulter. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das richtig heißt. Nennt sich, ja. Wie nennt sich das? Front Press, Military Press, Push Press. Aber die ganze Sache halt ohne Schwung. Ne? Wirklich Hantel hier und einfach nur die Bewegung hoch. Ne? Weder Schwung aus den Beinen nehmen, noch irgendwie Rumgewippe oder irgendwas. Ne? Einfach nur die Schulter und der Trizeps. Isoliert führen diese Übungen aus. Ne? Ich habe das bei einigen Kollegen im Internet gesehen. Ne? Da sind ein, zwei Leute, die machen das wirklich komplett ohne Schwung. Ne? Dann gibt es wieder welche, klar, da federn die ein bisschen und so. Ich habe das mal ausprobiert. Ne? Ich habe heute einen Maximaltest gemacht. Und das mache ich immer, bevor ich irgendeine Übung in mein Programm aufnehme, mache ich erstmal so einen kleinen Maximaltest, damit ich danach Veränderungen sehen, ne? Ob ich wirklich stärker geworden bin, ob das was gebracht hat und so. Ne? Und das könnt ihr gleich mal sehen. Und ich habe vor, ich weiß nicht, vor ein paar Wochen oder so habe ich diese Übung aus dem Gewichtheben herausgemacht. Ne? Und da ging mit ein bisschen Schwung holen, gehen direkt 10, 15, 20 Kilo mehr. Ne? Also, da dürft ihr euch jetzt nicht täuschen lassen, wenn das so wenig aussieht, was ich da mache. Ne? Ja. Diese Woche kommt auf jeden Fall noch das angekündigte Bankdrückvideo, ne? Wo ich die verschiedenen Techniken erkläre, Vorteile und Nachteile. Und wie gesagt, ich warte noch auf einen Kollegen, weil der muss das Ganze filmen, weil sonst ist das ein bisschen schwer zu zeigen. Ne? Und ja. Haut rein. Ne? Viel, viel guten Pump wünsche ich euch für das Jahr 2012. Ne? Und ja, ich denke mal, wir werden alle zusammen viel stärker werden und werden das Ding schon schaukeln. Ne? Also, bis die Tage. Immerhin einer, ne? Zwei Zehner. Fünfzehner.